Hallo und grüezi. Paul Joseph Watson hat auf Twitter ein Interview mit einem afrikanischen Kardinal geteilt, in welchem der katholische Geistliche den nahenden Untergang von Europa befürchtet. Vorgängig stellt die französische Reporterin fest, dass der Kardinal sich um die Lage der westlichen Welt sorge, und bei ihrer Bitte um Präzisierung äußert sich der Kardinal folgenderweise. Wissen Sie, meine größte Sorge gilt Europa. Europa will nicht mehr oder hat den Sinn des eigenen Ursprungs verloren. Europa hat seine Wurzeln verloren. Wie ein Baum ohne Wurzeln stirbt Europa. Ich fürchte, der Westen wird sterben. Bereits gibt es viele Anzeichen dafür. Ja, viele Anzeichen. Die Europäer wollen keine Kinder mehr. Und ihr werdet von anderen Kulturen und fremden Menschen überfallen, die euch sukzessive mit ihrer schieren Anzahl dominieren und dabei eure Kultur komplett verändern werden. Braucht es wirklich einen afrikanischen Kardinal, um Massen von selbstgefälligen und illusionsschwangeren Europäern den Spiegel der Wirklichkeit vor die Nase zu halten? Die Antwort heißt anscheinend ja, da Beweisführung, Statistiken und Argumente in einem Europa der verdrehten Wirklichkeit wenig bewirken. Gerade heute wurde bekannt, dass die AfD bis zu 2 Millionen Anhänger verloren haben soll. Obwohl sich unsere Regierungen in den letzten Monaten mit dem UNO-Migrationspakt-Skandal selber disqualifiziert haben. Nach wie vor ziehen es die deutschsprachigen Schlafschafe anscheinend vor, sich von links-grünen Illusionspuffwölkchen faszinieren zu lassen und sich ihrem warmen Gutmenschenbauchgefühl hinzugeben, anstatt sich ernsthaft mit der Realität auseinanderzusetzen. Aber jetzt zum Thema Macron oder was davon übrig geblieben ist. Noch im letzten Frühjahr wurde Macron als Retter der EU und Erneuerer Europas gefeiert und der Economist triumphierte: Emmanuel Macron, der resolut moderne Philosophenkönig. Dann häuften sich die Fehltritte des selbsternannten Jupiters und seine anfängliche Beliebtheit begann bei vielen Franzosen in große Enttäuschung und Missfallen über seine Politik umzuschlagen. En Marche, Macrons Erneuerungspartei, erfreut sich laut neuesten Umfragen noch sagenhaften 15% Zustimmung und Macron selbst ist mit 18% bei den Tiefständen seines Vorgängers angelangt. Währenddessen eilt Marine Le Pen von Sieg zu Sieg und ist daran, ihren 10%igen Vorsprung weiter auszubauen, um bei den Europaparlamentswahlen im kommenden Mai groß zu punkten. Die Gelbwesten haben sich mittlerweile als unerwartete Kraft im elitären französischen Polittheater etabliert und Macron musste bereits für sage und schreibe 10 Milliarden Euro Zugeständnisse an die Forderungen der Gelbwesten machen. Derselbige Economist titelte kürzlich: Macron versucht sich für 10 Milliarden Euro loszukaufen. Aber alles half nichts. Mittlerweile fordern die Gelbwesten lautstark Macrons Rücktritt und in seinem Kabinett bekundeten weitere 2 Mitglieder ihre Absicht, aus dem Kabinett ausscheiden zu wollen. Vielsagend ist es Macrons Pressechef, Monsieur Faure, und sein Wahlstratege, Monsieur Emilion. Eine französische Mutter erklärt mit folgenden klaren Worten, weshalb sie in Frankreich auf die Straße zieht.
Auf jeden Fall glauben wir nicht mehr an die Regierung. Wir wollen, dass Macron und seine Bande verschwinden und die Regierung ausgewechselt wird. Wir können es nicht mehr ertragen. Vor 40 Jahren hatten wir die gleiche Situation. Ich bin 50 Jahre alt und kämpfe für meine Kinder. Ich sehe keinen anderen Grund, hier zu sein. Wir müssen diese Situation beenden. Wir erinnern uns, im letzten Juni verglich Präsident Macron die paneuropäische konservativ-populistische Bewegung und damit auch speziell die neue italienische Regierung mit einem Ausbreiten der Leprakrankheit. Die italienische Regierung hat dies anscheinend nicht vergessen. Im Münchner Merkur war gestern sinngemäß Folgendes zu lesen. Es ist ein sehr ungewöhnlicher Vorgang in der internationalen Diplomatie. Mehr noch, ein Affront gegen Präsident Emmanuel Macron. Die italienische Regierung mischt sich in die inländischen Angelegenheiten des EU-Partnerlandes Frankreich ein und solidarisierte sich am Montag mit der Protestbewegung der Gelbwesten. Gelbwesten bleibt standhaft, schrieb der stellvertretende italienische Regierungschef Luigi Di Maio im Blog seiner populistischen Fünf-Sterne-Bewegung. Der Vizeregierungschef und Innenminister Matteo Salvini von der Lega-Partei pflichtete seinem Kabinettskollegen bei und erklärte, er unterstütze ehrenhafte Bürger in einem Protest gegen einen Präsidenten, der gegen sein Volk regiere. Sono vicino ai milioni di francesi che si lamentano di un presidente che sta danneggiando il popolo francese. Condanno senza se e senza ma ogni episodio di teppismo e violenza. Un conto è protestare, giustamente, sono con gli agricoltori, con i camionisti, con gli operai, con gli insegnanti. Quando si sfasciano i ristoranti o si attaccano poliziotti, si diventa delinquenti. All dies setzt Macron anscheinend enorm zu. Er scheint abgemagert und nahm sich kürzlich ein paar Tage Wellness-Auszeit, um bei seiner Rückkehr in den Élysée-Palast die Gelbwesten kurzerhand als gewalttätiger Mob zu bezeichnen, woraufhin am letzten Wochenende tatsächlich Gewaltszenen zu sehen waren, jedoch oftmals von der überforderten Polizei ausgehend. Vizekanzler Olaf Scholz hält Proteste wie die der Gelbwesten in Frankreich auch in Deutschland für möglich. Es gibt auch in Deutschland ein nicht zu unterschätzendes Gelbwestenpotenzial, sagte der stellvertretende SPD-Vorsitzende und Bundesfinanzminister der Bild am Sonntag. Er warnte, solche Entwicklungen sollte niemand ignorieren. Steigende Mieten und Lebenshaltungskosten trieben auch in Deutschland viele Bürger um. Das geht bis in die Mittelschicht hinein, sagte Scholz. Wahrlich, große Teile Europas sind am Erwachen, obwohl, wie Scholz beweist, die, denen der Unmut breiter Bevölkerungsschichten gilt, immer noch nicht begriffen haben, weshalb das Volk sich der populistischen Rechten zuwendet. Nachtrag. Der AfD-Bundestagsabgeordnete Frank Magnitz wurde gestern in Bremen brutalst zusammengeschlagen und schwer verletzt. An dieser Stelle die besten Wünsche für eine vollständige Genesung. Vielleicht sollten die Relatius-Medien und willfährigen Altparteienfunktionäre einmal darüber nachdenken, was die Dämonisierung und ständige Ausgrenzung demokratisch gewählter AfD-Politikerinnen und Politiker bei ideologisch verblendeten jungen Menschen auszulösen vermag. Es ist völlig klar, wir verurteilen aufs Schärfste das, was in Bremen geschehen ist. Es ist ganz klar ein Mordversuch an Herrn Magnitz und es ist nach Döbeln und dem Anschlag nun wieder eine Gewalttat, sozusagen in kurzen Abständen. Es ist die Folge von Ausgrenzung und Hetze gegen die AfD. Das beginnt mit dem ununterbrochenen Versuch, die Beobachtung des Verfassungsschutzes hervorzurufen und endet noch nicht im Bundestag damit, dass unsere Vizepräsidentin eben nicht gewählt wird. Denn wir seien ja, so die Grünen, keine demokratische Partei. Das haben sie jetzt davon. Das heißt, wenn man
eine Partei ausgrenzt, die demokratisch gewählt ist, dann entstehen Schlägerbanden, die den Versuch machen, sozusagen gewaltsam das durchzusetzen, was sonst nur sprachlich durchgesetzt wird. Wer eine Partei für undemokratisch hält und es ununterbrochen sagt, der macht uns vogelfrei. Und genau das ist hier geschehen. Ich wiederhole meine bereits nach der bayerischen Landtagswahl geäußerte Einschätzung. Um breite Bevölkerungsschichten anzusprechen und sich als bewahrende Volkspartei weiter zu etablieren, muss die AfD gezielt an der Verbesserung ihrer Wählbarkeit bei Normalverbrauchern arbeiten. Andernfalls steht mehr vom Selbigen an, aber diesmal mit Brille. Falls euch dieses Video gefallen hat, bitte teilen, kommentieren, bewerten und abonnieren. Bitte drückt auch die Glocke, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn ich neue Videos veröffentliche. All dies hilft enorm, damit der Tell the Truth-Kanal weiter bestehen kann. Vielen Dank und bleibt gesund!